So, hallo und alle zu einer neuen Mod-Vorstellung und heute geht es um den Reptiles-Mod, also Reptilien-Mod. Es sind Krokodile mit drin, es sind riesige Komodo-Warane drin, hier ist eine Megalania drin, der sieht so aus. Das Vieh ist einfach nur riesig, guck dir mal die Bestie an, das kann mich mit einem Hapsen auffressen. Mega krass. Was dieser Mod macht und welche Tiere er hinzufügt, werden wir uns gleich mal anschauen und dann geht's auch schon los. Also wir gehen jetzt erstmal alle Tiere größtenteils so durch, was so gibt. Die Beschreibung auf der Mod-Seite ist auch nicht ganz so vollständig, da fehlen ein paar. Jedenfalls das hier ist das Megalania, hat 20 Leben, also 10 Herzen. Das frisst Kühe, ja Kühe, Schafe, Schweine, Chickens und auch Spieler. Und sie droppen Leder, wenn sie sterben und auch Beef, also ein ordentliches Steak natürlich. Und sie sind nicht so wirklich zähmbar. Man kann auch einige von den Tieren zähmen, so wie es aussieht. Das sind jedenfalls die Viecher. Wahnsinnig groß und fette Zähne. Ansonsten hätte man noch hier so einen kleinen Komodo-Varan oder Komodo-Dragon. Und der isst unter anderem auch Schafe, Schweine und Chicken. Zumindest keine Kühe mehr. Der ist viel, viel kleiner. Ja, der ist etwas größer, glaube ich, als die anderen Alligatoren. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich auf den richtigen gerade gewiss habe. Also Komodo-Dragon sollte es sein. Ja, das müsste sein, dass eigentlich der Komodo heißt. Die droppen auch Leder und Schnitzel, wenn sie getötet werden. Und man kann sie mit rohem Fleisch zähmen. Und mit gekochtem Fleisch kann man sie paaren, sozusagen. Also erstmal auch auf den eigenen Alligatoren rumreiten kann. Die sind schon ganz nice. Haben nicht ganz so viel Leben, aber ist auch schon mal hier ein ordentliches kleines, ne? Alter. Voll krass. Die können auch, glaube ich, schwimmen. Gut. Geh mal weiter ein bisschen durch. So, dann habe ich hier noch mal ein paar mehr rausgeholt aus dem Inventar, die ich jetzt mal spawnen kann. Und zwar gibt es verschiedene Arten, Versionen von anderen Viechern. Fangen wir erstmal an mit dem hier. Das ist, wird einmal gezeigt, ein Savanna. Das ist dann dementsprechend eine kleine Echse, die in der Wüste lebt. Hat nicht ganz so viel Leben, aber diese Echsen in dieser Größe fressen alle. Keine Schafe mehr, aber noch Schweine, Chickens und so weiter und so fort. Kann man auch mit Fleisch zähmen, mit rohem gekochten Paaren. Ein Chryseus, etwas kleinere Echse, die fressen nur noch Chickens, glaube ich. Und sind recht schnell, finde ich. Das ist auch aus der Büste. Man kann es an den Farben sehen, wo die normalerweise herkommen. Ein Parentai, dementsprechend auch eine Echse dieser Art, wie wir gerade schon gesehen haben. Dann ein Lace, das sieht ähnlich aus wie der, ist ein bisschen größer. Ich weiß nicht, nee, ist genauso aus, oder? Der sieht mir ein bisschen breiter aus irgendwie, oder? Das ist nur die Optik. Ist nur die Optik, die sind gleich groß, okay. Aber haben anderes Muster, kommen wieder aus anderen Biomen dann dementsprechend. Ein Krokodil haben wir natürlich auch noch, das dürfen wir nicht vergessen. Dieses Vieh frisst auch wieder alles, Kühe, Schafe, Schweine, Spieler. Tag oder Nacht ist völlig egal, die sollen ziemlich schwer zu killen sein. Auch wenn sie nicht viel Leben haben, man sollte natürlich eine Waffe benutzen. Nur zum Glück ist er etwas langsamer, also man kann vor dem Vieh einfach wegrennen und die spawnen natürlich auch normal, etwas seltener halt im Sumpfbiom und sie verlieren auch Leder und Fleisch, wenn sie sterben und die Augen sollen nachts glühen, wie man sehen kann, sind hier schon ein bisschen erhellt, der Shader hilft da auch ganz ordentlich. Ja, das Ganze gibt es dann auch noch später im größeren Modell, dazu kommen dann noch, ich gehe einfach mal so mal durch. Auch noch eine Desert Tortoise, die sieht so aus und hier noch was Kleines, das kommt auch noch dran. Eine kleine Schildkröte. Und es gibt auch noch so passive Mobs, so friedliche Mobs, so wie so ein paar Schildkrötenarten. Und bei denen ist es natürlich so, die kann man auch zähmen, und zwar mit Äpfeln und mit Karotten kann man sie füttern und paaren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bringt, ob man mit einem herlaufen oder ob man auch draufsetzen kann. Müssen wir mal ausprobieren. Also ist das ein fetter Spieler, so eine Mini-Schildkröte. Quietscht die sich da, schrappt die sich über den Boden, wenn du drauf sitzt. Soll ich nicht so sein. Hier ist nochmal so eine kleine Little Turtle. So eine ganz kleine Schildkröte. Ganz, ganz klein. Kannst du als Haustier halten. Eine ganz, ganz kleine Schildkröte. Keine Sorge, die werden nicht gefressen. Also die vertragen sich, glaube ich, hier. Ganz, ganz kleine Schildkröte. So, dann haben wir noch... Jetzt kommt der Gegenteil. Large Crocodile, ein Riesenkrokodil. Mag jetzt gerade von vorne Farbe ein bisschen, wegen Shader wahrscheinlich. Ich kann den mal ganz kurz ausschalten. Und dann müsste man das sehen. Ja, deutlich besser, ne? Deutlich besser. Genau, so sehen die aus. Und die sind verhältnismäßig richtig groß. Richtig, richtig groß. Als Beispiel so ein Little Schildkröte daneben. Die passt bei dem kompletten Maul rein. So. Large Crocodile haben wir auch. Jetzt noch ein Iguana. Das ist in dem Fall ein Dschungel, eine kleine Dschungelechse zum Beispiel. Die sind teilweise ein bisschen dumm. Also wenn die von oben runterfallen, kriegen die auch Schaden. Die springen auch manchmal von den Bäumen runter. Das ist nicht so schlau.
Die hätten wir dann auch erstmal durch. Und dann können wir schon mal die nächste Reihe noch anschauen. Den hatten wir gerade ab. Die normale Tortoise, Alligator, Chameleon und Crocodile Monitor. Das wäre die normale Tortoise. Das ist eine Riesenschildkröte. Selbe, die kannst du auch mit Äpfeln zähmen und mit Karotten kannst du die paaren. Der Alligator daneben, der ist groß und schwarz. Und er knurrt auch, falls man das hören kann, ich weiß nicht. Und ansonsten haben wir noch das Chameleon. Das ist so klein hier, winzig klein. Flitzen überall rum. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch die Farbe ändern. Ich glaube nicht, weil wenn ich ihn nicht auf Sand setze, dann bleiben die trotzdem noch grün. Aber man kann sie ganz gut erkennen. So eine Mini-Echse. Mini-Chameleon. Ich bin gespannt, vielleicht dauert das ein bisschen. Ich glaube nicht, da steht nämlich nicht in der Mod-Beschreibung mit drin. So. Und den Crocodile Monitor, der fehlt auch noch. Das ist halt, ich weiß nicht, was Monitor ist. Das ist eine, ein englisches Wort für irgendeine Krokodilart oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Jedenfalls, sie ist ein etwas kleiner, etwas dickeren Kopf. Sieht mehr so aus wie eine Echse, weniger so Krokodil. Das sieht so geil aus, als ob sie einer draufgesetzt hätte. So ein Krokodil wie der hier, nur vorne ist einer drauf. Boah, vor dem will ich nicht gefressen werden. Ist schon hart, was hier abgeht, ne? Jede Menge Crocodiles und die beleben halt das Spiel. Natürlich, Krokodile greifen dich natürlich an, kannst auch kämpfen, manche sind friedlich, manche sind passiv. Und zum Schluss testen wir noch ein klein wenig aus, ob es denn klappt, dass wir mit einem Apfel eine solche Schildkröte ziehen können. Klappt das hier? Funktioniert nicht ganz. Also das heißt, dass es mit Äpfeln funktionieren sollte. Ich will nicht so weit im Mod gehen, weil ansonsten kommen die Krokodile und fressen mich einfach eiskalt. Ich treffe die Schildkröte auch gar nicht. Komm schon. Will nicht. Grün auch bei den anderen Schildkröten. Das hier war da noch einer. Ich weiß nicht, ob man die hier zähmen sollte. Also stand so drin, dass man die zähmen kann. Anscheinend geht es noch nicht so wirklich hier. Nee, bringt nichts. Gut. Vielleicht wird das noch geändert. Mods vielleicht noch in der Entwicklung. Schaut es euch an. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Was haltet ihr von dem? Der würde so ein bisschen richtig geil eigentlich mit dem Oceancraft Mod passen. Man muss halt nur aufpassen, dass an dem Ozean halt nicht gerade die Krokodile sind, was nicht ganz so realistisch ist. Also, Krokodile sind Süßwassertiere. Und nehme ich mal an, soweit ich weiß, gibt es auch Salzwasserkrokodile? Wüsste ich jetzt nicht. Ja, ich finde, er belebt auch hier die Sümpfe zum Beispiel. Richtig genial, dass ich hier einen Sumpf rausgesucht. Passt mega gut zum Sumpf, also so Seerosen und drunter so ein Alligator-Krokodil, was dann sich anschleicht. So, und rutsch, weg schnappt. Ja, was haltet ihr davon? Wie gesagt, gerne Bewertungen in die Kommentare. Und dann wäre es auch schon gewesen. Ich finde ihn ganz nice. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.